Ja, die doch, was soll ich denn machen? Ich kann doch hier nicht raus. Schatz, ey. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas. Wir haben 6.18 Uhr in Los Angeles und die Sonne geht auf. Ich bin gerade einfach fasziniert, wie wunderschön das ausschaut. Schaut mal hier. Wow. Wow. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was machen die Harrisons um 6.18 Uhr schon wach? Party! Ja, da merkt man einfach wieder den Jetlag. Wir sind topfit und können jetzt wirklich gut gelaunt in den Tag starten. Sag, Papa, kitzel mich nicht. Oh. Das frühe Aufstehen hat schon seine Vorteile, denn das sehe ich sonst nie. Denn da schlafe ich eigentlich. Das ist ein Deppel. Jetzt doch so. Hallo meine Lieben. Was geht ab, Team Harrison? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich musste gerade diesen Sonnenaufgang filmen, obwohl wir noch gar nicht wissen, was wir heute filmen. Aber es wird wie immer witzig und spektakulär, oder? Ja. Also wünschen wir euch viel Spaß beim Zuschauen. Oder Maus? Nein, sie geht. Mia hat gerade was entdeckt. Ja, was ist da drin? Ja? Da ist Tim Harrison und ich sehe, das ist Mias Weihnachtsgeschenk. Und Mia hat es gerade schon entdeckt. Das kriegst du ja schon Weihnachten aus. Weil sie randaliert hier schon wieder. Ach ja, übrigens, wir haben den Socken gefunden. Hier ist er. Der ist beim Waschen ein bisschen eingegangen. Jetzt sagen wir halt die großen Socken und Mia einen kleinen Socken. Naja, Hauptsache wir haben alle drei. Und hier haben wir schon Lichterketten gekauft für den Christbaum, den wir besorgen werden. Und fürs Fenster hier. Und das sind genau die fürs Fenster, die haben wir ja umgetauscht. Ich versuche jetzt die Küche noch auf Vordermann zu bringen. Mache hier gerade den Abwasch und die Flaschen von der Mia, die machen wir jeden Morgen sauber. Wir schrubben die einfach und danach kochen wir die mit heißem Wasser ab, weil wir ja hier keinen Sterilisator haben, aber das reicht vollkommen. Genau, und der Domi geht kurz einkaufen, noch ein bisschen was zum Frühstücken und was für die Lichterkette zum Hinmachen, ein Feuerzeug für die Kerzen und Spülmaschinentabs. Genau, weil wir können unsere Spülmaschine nicht laufen lassen, weil wir einfach keine Tabs mehr zu Hause haben. Schaut mal, was der Domi hier macht. Nur Scheiße. Nichts Kleines. Was heißt da Scheiße? Ich klebe gerade mit Tesa. Die wunderschöne Lichterkette dran, ja, weil das deine Frau und dein Kind möchte. Mit Tesa. Ja, mit was sonst? Ja, das gehört eigentlich anders gemacht. Ich fühle mich gerade wie MacGyver, der aus dem Schraubenzieher und einer Wiener eine Bombe baut oder so. Viel gemacht bekommen haben wir noch nicht, aber egal, wir haben ja immer noch voll früh. Ich glaube, wir haben erst 8 Uhr. Ich werde mich jetzt dann gleich mal richten, aber ich muss euch noch was zeigen davor. Ich habe nämlich gerade ein Video gesehen und musste das zusammenschneiden. Ich habe ein Video nämlich gefunden, da war Mia ungefähr 4 Monate alt und die hatte ihren allerersten Lachflash. Und bis heute hat sich daran nichts verändert und ich habe das jetzt mal zusammengeschnitten. Schaut mal, wie süß einfach nur. Ich habe es geschafft, mich zu richten. Ja, und ich liebe meine Haare gerade, weil ich sie einfach wieder lockig tragen kann und weil sie einfach wieder lang sind. Ich finde, es macht einfach sexy. Oder, Mia? Habe ich das sexy gehört? Aha. Habe ich das sexy gehört? Ja, ich finde halt die Haare so voll schön, wenn die so
Langse. Ich auch. Du brauchst definitiv auch lange Haare. Die kleine Prinzessin ist auch schon fertig gerichtet. Zeig dich mal mit deinem schönen Haarband. Hübsche Maus. Und langsam habe ich das Gefühl, als wenn sie Locken bekommt. Schaut das mal an. Die sind zwar oben richtig glatt, aber hier hinten, ne? Hat sie schon so ein bisschen Locken. Ich bin echt mal gespannt. Was ist los? Komm mal, wir zeigen denen mal was. Du kannst, gib mal deine Hand. Komm mal mit. Jetzt wird es einen kleinen Moment gemein, was ich jetzt mache. Aber ich muss euch was zeigen. Ciao, Mia. Tschüss. Komm. Wow. Wow. Du kannst die Türen aufmachen, mein Schatz. Hey, Baby Girl. Baby Girl. Du bist so groß. Ich bin so stolz auf dich. Es ist doch endkrass, oder? Dann schauen wir auch noch nach dem Papa. Bist du ready? Ja, ich muss nur noch kurz meine Haare glätten. Hey, das Tattoo sieht jetzt übrigens so gut aus. Ja, ich sehe es leider nicht. Bisschen noch. Ich glaube, zwei Sitzungen noch und dann ist der Rücken voll. Sag, wir müssen immer auf Mama warten. Ich bin schon längst fertig. Schon länger als längst. Weißt du, was ist denn länger als längst? Lang genug, um zu gehen. Hopp, Leute, komm, wir gehen jetzt frühstücken. Was möchtest du, Maus? Hier, schau du mal in die Karte, ich schau in die. Mach sie dir auf, hier. Wir sind beim Frühstücken angekommen. Und wir sind im Dennis. Und das sind wir voll gerne, weil da gibt es einfach richtig leckeres American Essen. Aber richtig geil einfach auch, gell? Das nehme ich. Was? Omelette? American Slam. All American. Und du, Mia? Waffeln? Okay. Waffeln! Übrigens haben wir uns in Deutschland ein neues Handy geholt, weil wir gesehen haben, wie wunderschöne Bilder man mit diesem Handy machen kann. Ja, wir haben uns das Huawei 20 Pro geholt. Genau, und mit dem werden wir jetzt in der Zukunft unsere Instagram-Bilder schießen. Ganz kurz. Das Problem ist, ich check nicht, wie ich schaffe, wenn ich mit diesem Handy Bilder mache, wie ich es auf das iPhone kriege. Weil mit dem iPhone sollen wir dann die Bilder hochladen. Ja. Wenn jemand von euch weiß, wie das funktioniert, ohne dass die Qualität flöten geht. Also bei, genau, bei WhatsApp ist iPhone, klar, aber das ist ja beim iPhone die Qualität. Beim iPhone gibt es ja sowas wie AirDrop. Aber ich finde das hier nicht. Ja, auf jeden Fall machen wir richtig geile Bilder. Auch schon die letzten Bilder, die wir hochgeladen haben. Das hier zum Beispiel. Das hier. Das. Und das. Das sind eigentlich so die allerersten Bilder, die wir mit dem Huawei geschossen haben. Und wir sind schon mega happy. Weil einfach, also es ist schon ganz anders, wie mit dem iPhone zu fotografieren. Unser Essen ist da. Bei Dummy auf seinen Eiern ist einfach noch Käse drauf. Boah. Okay, das ist schon krass. Ja, okay, das mit dem Käse habe ich nicht gesehen auf der Karte, aber... Wird dir trotzdem schmecken. Das Essen war göttlich. Mia ist auch richtig satt geworden. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin so voll. Was sagst du denn? Sarah kämpft sich durch den Dschungel. Ich bin so voll, Schatz, dass du jetzt nach Hause fährst. Ganz kurz, ich muss hier mal erklären. Ja, an sich ist es nichts Schlimmes, nach Hause zu fahren. Aber Madame hier ist, glaub, seit ist vier noch Monaten nie und in L.A. oder in Amerika Auto gefahren. Und mit so einem großen Wagen auch noch nicht. Ja. Ich habe mich bis jetzt ganz gut drücken können. Voll viele haben mir schon geschrieben, ob ich gar keinen Führerschein mehr habe. Aber ich traue mich hier in Amerika irgendwie nicht Auto zu fahren. Keine Ahnung warum. Aber ich glaube, ich hole mir erstmal einen Kaffee. Was? Jetzt hat Madame ihren Kaffee.
Und jetzt wird's ernst. Sag's dir Mama, ja? Sag's dir Mama. Sag, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Das Problem ist, ich habe auch ein bisschen Angst. Nicht nur du. Das heißt, du bist nicht alleine. Gib die Schlüssel. So. Jetzt geht die Party ab, würde ich sagen. Du musst erst die Türen aufmachen. Ich wollte der Mia erstmal die Türe aufmachen. Schatz, was machst du? Ach so, ich muss aufsperren. Ich hab den Schlüssel. Dein Ernst jetzt. Das fängt ja schon super an. So, Madame. Sie dürfen. Bevor ich jetzt Auto fahre, Schatz, grüßen wir noch jemanden. Oh ja, danach ist es wahrscheinlich zu spät. Schatz! Ganz liebe Grüße gehen heute nämlich an Sandra Brandt. Ganz liebe Grüße von uns an dich. Wenn du auch gegrüßt werden möchtest, ist es wahrscheinlich jetzt zu spät. Das ist wahrscheinlich unser letztes Video. Kein Spaß. Ganz wichtig, Kanal abonnieren und unten kommentieren. Mit Hashtag Team Harrison. Und jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Step 1. Zehn Minuten später. Step 2. Oh, wir sind wie in der Fahrschule, ey. Und dritter Step. Okay, das ist ein Automatikauto. Ich glaube jetzt mit dem irgendwie, gell? D? Ist nach vorne. Da würde ich jetzt nicht hinfahren. Ich schwöre, jeder denkt wahrscheinlich, ich bin total bedeppert, aber... Also schau mal, du hast hier auch eine Rückfahrkamera. Okay, es geht los. Alter. Ich hab ein bisschen Angst. Hör auf, das die ganze Zeit zu sagen. So machst du mir immer noch mehr Angst und Stress. Das darf man nicht machen. Sorry, ihr müsst kurz warten da hinten. Also man muss dazu sagen, zu ihrer Verteidigung, das Fahrzeug ist echt riesig. So ein siehst du in Deutschland unser, echt selten. Das unser ist Mercedes echt klein. Ist echt klein. Richtig klein. Achtung, hey. Gegenverkehr. Oh, warte, ich warte, bis der vorbeifährt. Kommt er da vorbei? So. So, da kommt! Aufgepasst! Warte, park mal hier kurz, bitte. Was? Ich muss was vom Laden holen. Hier jetzt? Mhm. Schatz, der hinter mir flippt gleich aus. Pass auf, da kommt ein Wagen! Schatz, was machst du? Scheiße! Hör auf damit! Ganz kurz piepst. Nein, Scheiße, nein, der piepst. Fahr einfach! Fahr einfach! Wohin? Weg! Fahr einfach weg! Du bist schon. Setz mal auf, jetzt. Mich so deppert dastehen zu lassen. Ich kann das doch. Ja. Kann ich jetzt da rausfahren? Ja, ich schau auf die Straße, ich weiß es nicht. Ja, aber ist das hier. Domi hat immer gesagt, man darf immer rechts abbiegen. Ja, aber wir müssen ja links. Nein, in Amerika ist es so, wenn du an der roten Ampel stehst. Und du musst rechts abbiegen, dann darfst du rechts abbiegen, auch wenn die Ampel rot ist. Außer da ist extra ein Schild, was aber nicht oft ist an Kreuzungen, wo dann angezeigt ist, dass du nicht abbiegen darfst. Schatz, ich stehe halb auf der Straße, schau das mal bitte an. Ja, ich... Ja die doch, was soll ich denn machen? Ich kann doch hier nicht raus. Schatz, ey. Ah, der winkt mir. Scheiße. Die sind hinter uns, ey. Der hat, glaube ich, 10 Minuten gewartet, ja. Ey. Zum Glück haben wir es nur 300 Meter. Das stimmt auch wieder. Schatz, wir hätten hier links müssen. Und da sind wir übrigens gekommen. Hä, wohnen wir da drüben? Ja. Oh. Und wie drehe ich jetzt um? Mit dem Fahrzeug gar nicht. Fahr geradeaus, bis ein Kreisverkehr kommt. Da vorne ist übrigens das Hollywood-Sign. Man sieht aber nur Holly. Wir sind jetzt in der Garage oder vor der Garage. Hier rein, Schatz. Ja, bitte. Hier einmal rechts hoch.
Ja, wie komme ich da mit dem riesen Auto rein? Okay, jetzt bin ich gespannt. Achtung, Bordstein. Bordstein. Bin ich jetzt über den Bordstein? Nein, aber du hast so lange gebraucht, dass das Tor wieder zugeht. Aufbleiben bitte. Pass auf, Fußgänger. Oh mein Gott. Ah, guck, die lassen mich vor. Hui. Danke. Scheiße. Dass das wieder zugeht, gell? Jetzt muss ein bisschen Gas geben, sonst fahren wir rückwärts wieder runter. Okay, bisschen, Mann, mach mal halblang, bis du deppert. Okay, Leute, ich glaube, dieses Einparken erspare ich euch jetzt. Weil das kann sich nur noch um Stunden handeln. Aua! Wir müssen den vierten hoch, gell, übrigens. Ja, ja, ich fahre. Ich finde, Sarah hat sich gar nicht so schlecht geschlagen. Ach, ich finde schon, dass ja, ich mich okay, schlecht geschlagen habe. So, um ehrlich zu sein, sie hat echt scheiße die nächsten zwei Monate mit Sicherheit nicht nochmal Auto fahren. Eigentlich schon, weil sie es lernen muss. aber wie dem auch sei, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Schau du auf die Straße. Ein Kommentar und ein Abonnement. Fuck, pass auf! Und dann sehen wir uns schon morgen wieder. Ciao.